oder ungerechtfertigt abgerechnet hatten. Erinnern Sie sich noch vor gut 5 Jahren, als Union und FDP plötzlich einen gewissen Horst Köhler als Präsidentschaftskandidaten aus dem Hut zogen? Horst Wehr, fragten damals alle. Diesen Quereinsteiger aus der Finanz- und Bankenwelt kannte ja tatsächlich kaum einer. Heute, da wieder eine Wahl ansteht, heißt es bei den meisten, wer, wenn nicht Horst? Die Umfragen zeigen, eine große Mehrheit würde ihn wieder wählen, nur dass nicht das Volk direkt entscheidet am Samstag, sondern eben diese seltsame Konstruktion namens Bundesversammlung. Und da ist Köhler wohl Favorit, aber keineswegs schon sicher im Ziel. Dorte Färber über Stärken und Schwächen unseres Staatsoberhauptes. Nein, Wahlkampf soll und will er nicht machen. Aber Horst Köhler kann in diesen Tagen am Thema Wiederwahl eben auch nicht vorbei. Zum Beispiel beim Besuch in Magdeburg. Herr Köhler, wir hoffen, Sie gewinnen wieder. Also, das wäre mein Wunsch. Dankeschön. Wir sind in der Hand der Bundesregierung. Köhler hat den Amtsbonus und die Sympathie der Leute. Der Mann, der sich als Bürgerpräsident sehen will, ist bei den Bürgern tatsächlich beliebt. Ich mag ihn. Ein sehr netter Mensch. Ich finde ihn sehr ehrlich, sehr auf den Menschen zugehend. Eigentlich nah, volksnah, was man erwartet. Der populäre Bundespräsident Köhler, er ist der Erste, der aus dem Amt heraus gegen andere Präsidentschaftskandidaten um seine Wiederwahl kämpft und gibt sich betont gelassen. Ich mache meine Arbeit, ehrlich gesagt, und verfolge alles mit Interesse. Aber von Nervosität bezogen auf den 23. Mai, Fehlanzeige. Pflichtbewusst und fleißig ist Horst Köhler, das will er gerne vorleben. Und Zuversicht will er verbreiten, gerade in Krisenzeiten. Der ehemalige IWF-Präsident im höchsten Staatsamt, an ihn richten sich besondere Erwartungen. Das Thema Wirtschaft, für Köhler zu Beginn seiner Amtszeit, dann auch das Wichtigste. Angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt brauchen wir in Deutschland jetzt deshalb eine politische Vorfahrtsregel für Arbeit. Doch der Appell verpufft und Köhler widmet sich in seinen Reden anderen wichtigen Themen, spricht vor allem zu Bildung und Integration. Auch als die Finanzkrise hereinbricht, hält sich das Staatsoberhaupt zurück. Erst in seiner letzten Berliner Rede im März deutliche Worte dazu. Was vielen abhanden gekommen ist, das ist die Haltung, so etwas tut man nicht. Bis heute warten wir auf eine angemessene Selbstkritik der Verantwortlichen. Es ist die stärkste Rede seiner Amtszeit, der Wirtschaftsfachmann wieder auf vertrautem Gebiet. Er hat ja über viele Themen geredet und von ihm ist eigentlich inhaltlich ziemlich wenig übrig geblieben, jedenfalls in dem kollektiven Gedächtnis der Nation. Dabei blickt Köhler auf eine ereignisreiche Amtszeit zurück, verweigert gleich 2 Gesetzen aus verfassungsrechtlichen Bedenken die Unterschrift und löst den Bundestag nach Schröders Vertrauensfrage mit seltsam drastischen Worten auf. Unser Land steht vor gewaltigen Aufgaben. Unsere Zukunft und die unserer Kinder steht auf dem Spiel. In dieser ernsten Situation braucht unser Land eine Regierung, die ihre Ziele mit Stetigkeit und mit Nachdruck verfolgen kann. Haften bleiben vor allem Bilder, zum Beispiel die eines Bundespräsidenten, dem der Kontinent Afrika besonders am Herzen liegt. Die Anteilnahme ist Köhlers Stärke. Bei seiner Trauerrede nach dem Amoklauf von Winnenden kämpft er selbst mit den Tränen. Er hat Familien in Trauer und Verzweiflung gestürzt. Und auch seine eigene. Auch sie hat ein Kind verloren. Auch für sie ist eine Welt zusammengebrochen. Köhler wirkt glaubwürdig, das macht ihn beliebt. Seine persönliche Wirkung bleibt größer als die politische. Die Menschen vertrauen dem Bundespräsidenten Köhler und der kann so Vertrauen in die Politik schaffen.